Leute, Girahim, der Dunkelfürst, war ja wohl ein Klacks beim letzten Mal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Skyward Sword. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Zeldas Präsenz soll ja geschwunden sein. Aber werden wir sie trotzdem finden? Oder ein Hinweis auf sie? Wow! Alter, was ist das denn hier für ein Paradies? So, und hier weiß ich auch noch, hier muss ich echt aufpassen. Bevor ich abhaue, kann ich hier nämlich noch so einen Würfel aktivieren. Ich weiß bloß nicht, ob nach der Cutscene oder jetzt schon. Okay, erst danach. Die Göttinnenstatue. Das sieht genauso aus wie bei uns da im Schrein damals. So, okay, und zwar ein bisschen gemein versteckt tatsächlich, aber genau hinter der Figur müsste, einer unter dem Ding hier, müsste nämlich so ein Würfel sein. Voll fies. So, ja, bisschen gemein, oder? Den kann man schön schnell verpassen. Obwohl, ich glaube, in der Cutscene sieht man den noch später. Und deswegen, dass man so von wegen, was? Oh nein! Aber gut, aktiviert. Ich glaube, ich werde dann nachher mal ein bisschen, wir haben es jetzt geschafft, ich glaube, ich werde danach mal ein bisschen im Faraonwald ein bisschen rumrennen. Und noch andere Blöcke, die ich schon holen kann, aktivieren einfach. So, okay. Wow. Und hier wieder, wir kennen es ja, müssen wir wohl einfach nur wieder unseren Himmelstrahl aktivieren. Wie er lächelt. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Höre gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereiste sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Für die coole Eiskunstläuferin, Mann! Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Und tatsächlich, Zelda hat ihren eigenen Auftrag, ja, den sie ja nachgeht, deswegen wird sie uns wohl immer ein Stück voraus sein. Yeah! Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schweren Steinen gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Genau, die brauchen wir, um halt das nächste Gebiet zu öffnen oder das nächste Himmelstor, besser gesagt. Feier denkt sich auch nur so, naja, so cool ist er ja nicht. Wow, wow, wow. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Könnt ihr auch machen? Kostet das was? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Und zu welcher Wahrscheinlichkeit macht es das denn laufend? Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Protest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Sehr gut. Im Wald gibt es sicher einen Weg, zum Wolkenmeer zurückzukehren. Alles klar. Gut, man wird automatisch auch rausgeholt, voll gemein. Aber wir haben ja zum Glück den Block aktiviert. Speichern? Naja, Logo wird schön gesaved. Ah, gut. Oh Gott. Ich dachte schon, ich wäre auf irgendwas raufgetreten. Hallo? Oh mein Gott, Q, der Erste, den wir getroffen haben, ne? Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Wer bist du? Ich glaube, wer war nochmal der Erste? War das nicht Maro oder sowas? Nee, leider nicht, Mann. Das ist schade. Aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Stup, 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 stup. Tschüss, kleiner Q. Komischer, dicker Typ. Na gut. So. Ich gehe jetzt nochmal kurz ein bisschen Backtracking hier.
Denkt der alte Kampfsportler, ey. Oh, hallo. So, 7 Herzen, das fühlt sich doch schon mal viel, viel toller an, oder? So. Hier war, glaube ich, hier waren ja bloß 2 Blöcke, die haben wir ja schon gemacht. Oh Gott. Hier waren ja bloß 2. Alles gut. Ach, Mensch. So. Ja. Stirb, du Sau. Okay. Ja, das ist noch ein Mann voll in die Rand. So. So, Bienen. Hab ich Angst vor? Oh nein, da ist so ein Tröd-Heini. Der macht wieder. Ah, das schafft er nicht. Ah, die Bienen kommen ja so. Man hat ganz vergessen. Die Bienen kommen einfach so an die Rand. Hilfe! Okay, ist egal. Bildschirm wird gewechselt. Müsste Energie wieder voll sein. So. Hier haben wir noch irgendwas gesehen. Ich glaube, ich komme da aber auch schon. Ich glaube aber, ich komme da hier irgendwie noch ein bisschen an irgendwas ran. Ich schau einfach mal. Okay, nein, stimmt, danach habe ich gerade gesehen, da sind noch da hinten zum Beispiel. Wie komme ich denn da hin? Da ist ja zum Beispiel noch so ein Block. Ja, Kommt man da überhaupt schon hin? Weiß es nicht. Und da oben ist noch ein Block. Okay, zu dem muss ich aber hinkommen, oder? Nee, okay, guck mal hier. Hier sieht man schon. Da brauche ich was anderes für, um da hinzukommen. Alles klar. Was auch für den anderen Block gilt, weiß ich jetzt nicht. Okay, was ist das da oben? Da oben, komme ich da hin? Vielleicht kann ich einfach hochsprinten. Mal gucken. Ah, nee, du bist zu hoch, ne? Ja. Da komme ich da irgendwie hin, da oben. Ist das da oben ein Herzteil? Ja, da ist was sich rotiert. Das ist ein Herzteil. Kriege ich das schon? Ich würde gern mal gucken. Ah. Oh Gott. Oder Deku. Nicht Deku, sind ja eher Octoroks, ne? Das waren die früheren. Deku waren mal Octoroks. Oh mein Gott. So, was bist du jetzt hier, Mann, ne? Ich hab die perfekte Methode gegen dich. Schuss! So, okay. Herzteil. Ja. Das hätte mir schon Feuer holen können, ey. Ich depp. Aber ist ja egal. So. So, da ist also ein Stein, den ich nicht hinkomme. Aber da war noch ein anderer Stein. Komme ich denn zu dem wenigstens? Kann das sein? Heartpiece. 4 Stück brauchen wir, um dein Herz zu bekommen. Jetzt fehlen nur noch 2 weitere. Ne, gut, okay. Aber vielleicht zum anderen Block? Und runter. So. Ich kann mal kurz einmal eine kleine Runde um den Baum hier rumdrehen. Oh, hallo, Deko-Typi. Oh, Mist. Alter, wie viel Damage das macht. Aber Leute, wir müssen uns sowieso einen neuen Schild holen. Tatsächlich, denn es ist das Land des Feuers. Ja, und wir haben ein Holzschild, der super leicht verbrennt. Und deswegen, wir werden jetzt auch jetzt einen neuen Schild haben. Ah, okay, kann auch sein, dass ich erst in den Baum rein muss, um das zu schaffen. Oh Gott, ja, ihr seht schon. Hier wird es nochmal richtig lustig. Kann ich trotzdem mal gucken? War hier irgendwas? Einfach an einem vorbeigerannt. Ich glaube aber nicht, ne? Hier nochmal kurz besseren Überblick verschaffen. Halt irgendwie dahin. Nee, da mit dem Käfer. Nee, okay, gut, ich glaube, da gibt's nichts weiter. Erstmal die beiden Blöcke, die da noch sind, müssen erstmal da bleiben. Aber wir haben ja an sich 3 aktiviert bisher, ne? 3 Stück. Na, damit lässt sich da arbeiten. So, jetzt erstmal hier zur Speicherstatue, zur Speichervogelstatue. Oh Mann, ey, alles so down hier. Ach, mein Leben ist so sinnlos. Ganz komisch. So. Okay, gut, alles klar. Aussichtsplattform, bitte ins Wolkenmeer reisen. Ja. Wow, ist klar, einfach so. Okay, gut. Und ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, Leute, ne, das wird, habe ich das schon erwähnt? Verdammt, ich hoffe. Das wird auf jeden Fall ein 100% One an sich im Heldenmodus. Also alle Herzteile und an sich alles sammeln, so wie damals. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebiet da. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Genau, das habe ich ja gemacht. Ah, okay. Oh, guck mal da. Oh, da haben wir gleich 2 Truhen aktiviert. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir eine Stelle, jene Stelle, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Genau. Und ja auch, ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich würde, glaube ich, erstmal zum Wolkenhort zurückfliegen. Einfach nur, um Geld auszugeben. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Machen wir gleich. Ich glaube, jetzt wird es mal ein bisschen Sidequest-lastiger. So, dann gehen wir hier wieder zurück in den Wolkenhort. So.
Ja, erstmal gleich in den Laden ein bisschen Geld ausgeben. Vielleicht kann ich jetzt ein bisschen was hochboosten. Wow! Einfach auf dem Dach gelandet. Richtig cool. Ups. So. Jetzt kann ich ja auch Terry mal besuchen zum ersten Mal, weil den kann ich ja jetzt seine Glocke da läuten. Auf seinem komischen Schiff da. Genau, das mache ich, glaube ich, auch erstmal. Wie gesagt, erstmal schön Geld ausgeben. Und dann fliege ich dahin, wo zwei Truhen auf einmal waren. Da ist nämlich auch eine Kürbisbar. Und da müsste dann auch noch ein Herzteil geben, glaube ich. So, klingelingeling. Na, ich habe für dich Terry unterhalten. Cool, war. Oh, Gratulation zum Sieg über die Vogelreiterzeremonie. Warum machst du denn ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter? Du hast doch gewonnen. Ach, das verstehst du nicht. So, okay. Ha! Gegrabt. Auch eine sehr lustige Art hier irgendwie. Ja, mit Terry und so. Oh. Okay. Leute, lass uns Terry begrüßen. Der so ein bisschen kleiner Spinner ist. Oh Mann. Hallo Terry. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was dein Herz begehrt. Sieh dich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würdest. Ja, weil sonst schmeiß ich dich raus. So, wie teuer ist denn das hier? Mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du dazu? Oh, 300? Okay, aber das könnte ich ja nicht machen. Oh, sieh dich ruhig noch ein wenig weiter um. Ich glaube, dann nehme ich erstmal das Vogelnetz, das Käfernetz. Oh, du hast dich also für das Schmetterlingsnetz. Damit kannst du Insekten einfangen. Das macht den Spaß und zudem auch noch viel sehr nützlich. 50 Rubine ist doch ein fairer Preis. Ich nehme es. Obwohl, eigentlich wäre ja echt krass, jetzt echt mal so 300 Rubine auszugeben. Einfach so. Und dann hoffen, dass ich Geld habe durch... Ach komm, erstmal 50. So. Oh, oh yeah. Du hast das Schmetterlingsnetz erhalten. Fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Yeah. So, ach guck mal, da ist ja so eine Rubinerweiterung, das ist natürlich auch cool. Oh, vielen Dank, das gibt mir Kraft, noch fester an die Pedale zu treten. Mit einer komischen Kokosnussfrisur irgendwie. So, kann ich mir nur noch leisten. Das wäre geil. Das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Du willst dich doch bestimmt, oder? Nur 100 Rubis, da bin ich doch dabei. Und unser Geld wird schon ausgegeben, sehr schön. Du hast eine Zusatzgeldbörse erhalten. Ist deine normale Geldbörse voll, bietet sie dir Platz für 300 weitere. Sehr schön, genau. Zack. Plus 300. Davon gibt es halt auch noch mehr. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. So, und das hier ist auch richtig fies. Das ist einfach ein Herzcontainer, quasi. Ein an- und ausschaltbarer Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn du sie bloß bei dir trägst. Und sie wird, wie der Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was das sie bewirkt. Ha, probier es einfach selber aus. Ja, die ist aber viel zu teuer. Naja, 800 Rubine, ja. Nee, danke, Mann. Oh, sieh dich ruhig noch ein bisschen um. So. Er kann auch bei ihm pennen, auf seinem komischen harten Bett. Wie das hier aussieht. Ist ja irgendwie schon geil, oder? Oh, warte mal, machen wir die Aurasuche hier auf normal. So. Wie das hier aussieht. Die dicken Zahnräder. Okay, Terry ist cool. So, dann kaufe ich jetzt noch den Eisenschild gleich. Und dann ist schön unser ganzes Geld wieder weg. Aber dann, denke ich mal, kriege ich wieder ordentlich Geld, wenn ich ein bisschen die Truhen mir hole. So, Bazaar. So, der Typ kann hoffentlich dann auch gleich ein bisschen boosten. So, jetzt hast du, Typ hier, du hast jetzt natürlich hier... Hä, was ist denn los? Was willst du denn? Hm? Ah, der kommt gerade richtig weit daher. Ich habe neue Items in meinem Sortiment. Ihr könnt nun einen Eisenschild und eine kleine Dekotasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr mögt. Die Dekotasche ist ein bisschen doof, die will ich nicht. Kann man einfach nur mehr Kerne haben und so was alles und... Ah, der Eisenschild, also dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesem Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroattacken solltet ihr euch in Acht nehmen. 100 Rubis. Her damit. Oh, das ist ein Eisenschild. Dieser robuste Schild zerbricht nicht so leicht und brennt auch nicht. Allerdings solltest du dich vor Elektrizität schützen. Ihr seid einfach wundervoll, werter Herr, mein bester Kunde. Ja, Werter Herr, sollte eure Schildanzeige zu schnell sinken, bringt euren Schild in die Werkstatt. Mit gefundenen Schätzen, wie Link mit seiner Kopfbewegung hinterher macht, so, bleiben Sie doch mal ruhig, Mensch, die machen mich ganz nervös. Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild so oder andere Items verstärken, um ein Vielfaches wirksamer. Okay, danke, Mann. So, ich werde erstmal den Holzschild, den ich jetzt nicht mehr brauche, bei ihr einlagern. Willkommen. Ach, schon wieder du. Dich sehe ich ja häufiger in letzter Zeit. Ich glaube fast, du bist mein bester Kunde. Moment mal. Kommst du etwa wegen mir?
Hä? Was? Was? Nicht? Wirklich nicht? Naja, wieso solltest du auch? Das ist auch überhaupt kein Problem, wirklich nicht. Zurück zum Geschäft. Möchtest du das Itemlager nutzen? Ja. Ach, die Arme. Also gut, nur zu. Hier ist Ami dann irgendwann voll verliebt in uns. Wie sie guckt. Mit dem komischen Schönheitsfleck. So, hier haben wir ein richtig dickes Lager. Zack. So, einfach mal. Ich werde probieren, ob ich die nicht alle wieder noch aufrüsten kann auf maximale Wesen einmal. Naja, vielen Dank und so. Voll fies. So, Schild bitte. So, Typi, kannst du uns den gleich mal aufrüsten? Habe ich dafür Wesen genug Sachen. Na, Mann, willkommen, Mann. Oder vielleicht auch den Käfer vielleicht. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen, wie gesagt, ein paar Sachen schon verbessern, nicht wahr? Wir schauen mal. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Du Lappen. So, zum Beispiel... den Käfer noch nicht? Das Spinnennetz? Oh, komm schon, Mann. Oh, ne Wüstending. Was soll das denn? So, das würde gehen. Sehr cool. Und der Schild auch schon. Och, Mann, diese dummen Monster-Sachen immer, ey. Die natürlich nicht hab. Okay, dann aber die Schleuder einfach mal gleich aufboosten. Für den Fuffi. Dann ist mir genau mein ganzes Geld weg. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ist doch kein Problem. Okay. Okay, dann legen wir mal los. Wo bin ich hier bloß gelandet? So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Okay, yeah, du hast die Streuschleuder erhalten. Halte A gedrückt, um mit einem Schuss einen großen Bereich abzudecken. Sehr cool. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Ja, mehr habe ich leider nicht zur Verfügung. Ich habe auch gar kein Geld mehr. Oh, vielen Dank, Mann. Bis zum nächsten Mal. Okay. So, die Truhe ist noch nicht aktiviert, ne? Was soll? Gebieter Marcel, diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Held hier hinterlassen. Ist klar. Wie? Die steht hier seit Anbeginn der Zeit. Robert, ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Göttin die Schatztruhen öffnen kann. Sende die Artefakte der Göttin aus dem Erdland zum Himmel und ihre Energie wird die Truhen öffnen. So kannst du an ihren Inhalt gelangen. Genau. So, jetzt haben wir 5-mal gehört. Aber das ist ja besser als nichts, wa? So. Gut, der Wahrsager ist mir wieder egal. Alles andere ist mir egal. So, ich habe immer noch 2 Feen. Das ist super geil. So, wir haben schon mal den besseren Schild. Das ist auch gut. So, und ich kann dann, glaube ich, sollte ich schon die, wenn ich schon mal hier bin, die olle, die Steintafel gleich wieder einsetzen? Ja, aber, wie gesagt, dann will ich aber noch, dann muss ich noch unbedingt die 3 Truhen, die wir schon haben, holen. So, aber erst einmal öffne ich das Tor zu einer anderen Welt. Zum anderen Erdland, besser gesagt. So. Let's go. So, Statue der Göttin. Wir setzen die 2. von 4 Tafeln, wie es aussieht, ein. Genau. So. Passt perfekt. Es könnten aber bloß noch 3, ein drittes Teil nur noch fehlen. Seltsam, nicht wahr? Aber okay, Fei, aktivier für uns das Portal ins Erdland. Oder die Göttin halt, die macht das auch schon. Wunderschön, wunderschön. So, Sibita, ich stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet. Ich würde gerne noch irgendwie, naja, noch 2 Herzteile finden wäre cool. Vielleicht habe ich Glück. Und eins ist in den 3 Dingern drin, die wir jetzt aktiviert haben. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Das würde richtig nice wäre das. So, kann ich da noch irgendwas machen? Ich glaube erstmal nicht. Wie gesagt, ich brauche erstmal Geld. Hab gut eingekauft. Das ist cool. Ich würde natürlich gerne die, Oh! Hey! Cookie! Meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Ah, stimmt ja. Oh, du bist es, Marcel. Ah, so. Ja, genau. Okay. Gut, ich glaube, ich weiß, was das hier dazu das hinführt. Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Ah, leider nicht. Wer ist Cookie? Ist das eiskalt? Ich verstehe. Ich bitte dich, Marcel, wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen.
Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Ach Mann, du weißt doch, die Leute hier reden doch viel, wenn der Tag lang ist. Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich ganz sicher. Bitte, finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Marcel. Ich suche sie. Oh, vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ich zähle auf dich. Alles klar, ich glaube, jetzt kommt... Dann jetzt... Also, aktiviert. Ich glaube, ab jetzt kann man halt, zu diesem einen Typen gehen, wo ich eigentlich schon vorher mal hin wollte. Aber ist ja okay. Du. So, Leute. Ich würde einfach sagen, kann ich noch irgendwas anderes machen, sag mal? Ist hier auf der Karte irgendwie eine Truhe erschienen? Nee, was ist hier? Also, Vogelstatue. Nee, okay, hier ist sonst nichts weiter. Ich habe ganz viel Geld ausgegeben. Sehr schön, aber auch viel dafür bekommen. Ich würde sagen, alles in allem ein erfolgreicher Part, wo so ein bisschen die Sidequests begonnen haben. Wir machen dann beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter. Aber nur ein bisschen. Ich denke mal trotzdem, dass wir das Erdland schon betreten werden. Ich muss halt bloß... Ich würde halt gerne bloß noch die anderen drei Dinge da einsammeln. Kann ich irgendwie aus der Karte nochmal richtig rauszoomen, sag mal? Wo kann ich denn hier... Nee, ich will richtig rauszoomen. Nee, geht nicht. Na gut. Leute, vielen, vielen Dank für heutiges Interesse beim heutigen Zelda Skyward Sword Heldenmodus Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, Leute. Ciao.